Die sind auch nicht gewillt, ein, zwei BI-Leute einzustellen, die 70.000 bis 100.000 Euro kosten. Wir sind sehr stark im Mittelstand unterwegs und wir stellen Folgendes fest, dass diese Unternehmen halt nicht die große IT-Abteilung haben. So, und die Frage ist ja, wie können trotzdem solche Unternehmen zukünftig ja wettbewerbsfähig bleiben? Wichtig ist ja vor allem zu starten, anzufangen und sich dann halt das geeignete Tool zu suchen, was einen einfach in die Lage versetzt, die ersten Schritte gehen zu können. Du kommst aus dem IT-Bereich, bist Datenexperte oder BI-Experte und jetzt habt ihr euch entschieden, einen Data Warehouse aufzubauen, hast mal was von Data Vault gehört, der Modellierungsmethode, dann ist das Video interessant, weil wir sagen, du brauchst kein Know-how dafür. Ich brauche kein Know-how, um Data Warehouse aufzubauen. Ja, sag ich. Uiuiuiui, okay. Spannende These. Ich bin gespannt. Ja, du wirst ja alles beantworten müssen. Ja. Na okay, da haben wir wieder mal Marketing und die Realität. Nein, bin ich bei dir. Braucht man nicht mehr. Also ich glaube, du hast die Möglichkeit, heutzutage ein Data Warehouse aufzubauen. Beispielsweise, du hast Data Vault genannt, machen wir es mit Data Vault. Ohne die Kenntnisse zu haben, wie funktioniert das Ganze technisch? Wie muss ich es aufsetzen? Worauf muss ich achten? Wie sehen die Skripte aus? Was ist mit dem Betrieb? Wie sind die Beladungen aus? Wie kann ich wieder was aufsetzen? Und so weiter. Also das ist alles, brauchst du nicht mehr. Dafür gibt es Tools, die es die Anfänger an die Hand nehmen und du eigentlich nur noch über eine GUI geführt die Sachen anklicken musst, wie du sie haben willst. Also doch nicht der Rattenfänger. Nicht unbedingt der Rattenfänger, nein. Aber es die These ist. Ja, aber die Ausgangssituation, vielleicht muss man die Ausgangssituation mal kurz schildern. Was haben wir denn? Also wir sind sehr stark im Mittelstand unterwegs und wir stellen Folgendes fest, dass diese Unternehmen halt nicht die große IT-Abteilung haben. Das heißt, das Team ist relativ überschaubar. Das heißt, das Team kümmert sich nicht nur um das Thema Daten oder Datenstrategie, sondern hat noch ganz, ganz andere Aufgaben. Ja. Und denen fehlt natürlich das Know-how. So, und unsere Idee damals war immer schon zu sagen, wie kriegen wir denn auch diese Zielgruppen oder aus dem Fachbereich abgeholt, weil ein Data Warehouse wirklich aufzubauen, machen wir uns nichts vor. Also wirklich von der Pike auf, ohne Tools, also die gestützt sind, die das mitbringen, brauchst du wirklich Know-how. Du musst wissen, wie Architekturen aufzubauen sind. Du brauchst Modellierungs-Know-how. Du musst auch bestimmte Voraussetzungen beachten. Du musst da halt auch die Berichtsanforderungen berücksichtigen. Also das ist immer noch alles wichtig, keine Frage. Aber diese Zielgruppe, die wir ja gerne bedienen wollen, die können das nicht mitbringen. Die sind auch nicht gewillt, ein, zwei BI-Leute einzustellen, die 70.000 bis 100.000 Euro kosten. Das sehen wir auch immer, was an Bewerbungen reinkommt und welche Gehälter entsprechend angegeben werden, was völlig wertfrei jetzt in dem Moment ist. So, und die Frage ist ja, wie können trotzdem solche Unternehmen zukünftig wettbewerbsfähig bleiben? Und sie brauchen ja ein System, wo sie halt ihre Unternehmensdaten bereitstellen. Ja, genau. Also das Schlimmste, was natürlich passiert, ist, dass man den Weg dann doch nicht geht und sagt, oh, das ist so komplex, dem Thema traue ich mich gar nicht, mich gegenüberzustellen. Deswegen schiebe es wieder auf und gehe einfach das Thema nicht an. Und das ist im Endeffekt ja auch, was jetzt gerade überspitzt so dargestellt wurde, genau der Kernpunkt. Nämlich wichtig ist ja vor allem zu starten, anzufangen und sich dann halt das geeignete Tool zu suchen, was einen einfach in die Lage versetzt, die ersten Schritte gehen zu können, ohne dass ich vorher, diverse Schulungen, Zertifikate durchlaufen habe, mir zig Bücher durchgelesen habe, was sicherlich alles förderlich ist, wenn man die Zeit hat und das sich dafür interessiert, aber es ist zum Glück nicht mehr die Pflicht. Das heißt, wir haben ja auch den Ansatz zu sagen, alles, was Richtung Technik geht, Konzeption und so weiter, das liefern wir gerne mit. Aber wir wollen dich natürlich auch abholen, jetzt im Rahmen der Akademie zum Beispiel, um dich auch in die Lage zu versetzen, dass du es natürlich einwerten kannst, dass du sowohl die Konzepte dann noch verstehst, die dahinter stehen und. Das ist natürlich auch wichtig, wenn du später weiterentwickeln willst. Aber du musst dich nicht mehr durch, was weiß ich, hunderte Zeilen von SQL-Code durchquälen und dir etwas aufbauen, die dich mit rechten Konzepten beschäftigen und sonst irgendwas. Es ist braucht man glücklicherweise nicht mehr. Ja, aber warum ist das so? Also wenn ich mir zum Beispiel so eine Microsoft Fabric Geschichte an, also es gibt ja immer noch, die sagen, das würden wir gerne einsetzen. Warum haben wir immer noch diese Fraktion Tüftler? Also haben wir es ja auch gemacht. Ja. Und das hat ja auch Spaß gemacht, muss man ja auch dazu sagen. Da hast du dir die Antwort schon selber gegeben, ja. Ja, aber die Zeit ist ja nicht mehr da. Das heißt, die Ressourcen sind knapp, das Budget ist knapp. Wir müssen schneller reagieren. Und wenn ich jetzt zurückblicke, was wieder alles aufgebaut ist,
Also das würden wir so gar nicht mehr schaffen vom Zeitumfang, weil die Projekte, es kam ja nicht nur ein Projekt rein, sondern es gab ja viele Anforderungen. Und wenn das System einmal da ist, dann kamen andere Fachbereiche und sagten, hey, wir hätten jetzt aber gerne auch eine Erweiterung. Und irgendwann gab es halt auch einfach einen Engpass. Ja, so. Das, genau, aus meiner Sicht ist das häufig noch dem Trugschluss erlegen, dass man 110% individuell unterwegs sein muss. Das heißt nämlich genau, also warum gibt es eine Berechtigung, das überhaupt über, du hast Fabric genannt oder wie auch immer, es sehr manuell zu machen, mit eigenen Tools zu machen, skriptbasiert zu machen, wie auch immer. Das ist im Endeffekt der Punkt, wenn ich weiß, wie es geht, wenn ich weiß, was ich will und dann aber noch 100%ige Flexibilität brauche. Ja. Denn Automatisierung bringt immer was mit her, nämlich ein gewisses Rahmenwerk. Das heißt, du hast natürlich innerhalb dieser Rahmen volle Flexibilität, aber du hast halt irgendwo auch Grenzen, dass man gesagt hat, pass auf, bis zu dem, das kannst du automatisieren. Wenn du jetzt die allerextremste Sonderlocke entwickeln musst, dann hast du natürlich irgendwann Schwierigkeiten, das dort umzusetzen und es müsste halt erstmal hinterlegt werden. Wobei jetzt aus der Erfahrung kann ich sagen, dass das in der Praxis gar nicht so häufig ist, wie man denkt. Also dass man schon weiß, man hat eine gewisse Individualität, die soll ja auch gewahrt bleiben. Aber wenn man irgendwann merkt, boah, ich habe hier so ein komplexes Thema, das muss ich so groß in zig ETL-Flows aufbauen, dann muss man vielleicht nochmal das Thema generell überdenken und überlegen, wie kriege ich es abgebildet. Und dann geht es meistens auch wieder im Standard. Ja, was ich auch feststelle, wenn man mal andere Marktbegleiter sich anschaut, was haben wir denn da? Warescape gibt es ja, dann haben wir den Data-Ware-Ausbilder gibt es auch noch. Ja, da gibt es auch weitere. Das Thema ist nur, die bieten dann, muss man ja fairerweise sagen, die Möglichkeit, noch mehr zu machen. Also wir, zum Beispiel von Bimano, haben uns für eine Methode entschieden. Das heißt, wir haben das Data Vault 2.0 bei uns in der Applikation drin, dass wir einen Generator gebaut haben, um quasi diese technische Basis zu schaffen, plus natürlich die fachliche Schicht dahinter. Und später haben wir ja nochmal den Kimball-Ansatz, also das Sternmodell. Wir blenden auch mal die Modelle da nochmal mal ein. Deswegen auch wisst, was wir damit meinen. Und dann gibt es nochmal so zwei, drei Besonderheiten, die wir für gut befunden haben, wie man Daten historisiert, wie man Dimensionen, also wie man dort Hierarchien abbildet. Wir haben aber Kennzahlenberechnung. Also das Thema Data Governance ist auch nochmal drin. Und dann auch die Sache, wie gehe ich an so einen Anwendungsfall vor? Wir gehen User Story vor. Das bedeutet, wir suchen uns einen Use Case aus. Der wird gemacht, dann kommt das nächste und das auch übergreifend. Das kann dann sein, kaufmännisch, wir gehen in die Produktion, Energiemanagement, Nachhaltigkeit. So, gucke ich mir die anderen Tools an, kann ich da alles wieder mitmachen? Und da sind wir wieder beim Tüfteln, weil jetzt kommt jemand rein ins Unternehmen, der hat Erfahrung nur in dieser einen Modellierungstechnik oder in dieser einen Technik. Dann wird er natürlich seine Kenntnisse dort auch einsetzen. Dann kommt wieder ein anderer rein und auf einmal habe ich dort auch wieder Wildwuchs. Ja. Genau, die Gefahr besteht. Und vor allem ist es auch wirklich immer schwierig, wenn du ein Problem mit auf fünf verschiedenen Wegen lösen kannst. Ja, welchen nimmst du jetzt? Und der richtige Weg wird sich wahrscheinlich, wenn er sich überhaupt zeigt, erst dann nach Jahren oder im Betrieb zeigen. Ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Wir hatten das ja auch. Wir haben ja auch externe Kräfte mal eingekauft, Dienstleister, die für uns das gemacht haben, die haben einen tollen Job gemacht. Aber die sind auch unterschiedlich immer an diese Lösungswege herangegangen. Ja, klar. Das heißt, man ist da selten am Standard geblieben. Wir haben zwar damals Designrichtlinien vorgegeben. Ich weiß noch, dass wir da auch selber Beratung eingekauft haben, die gesagt haben, so und so müsst ihr das machen. Dann waren sogar, haben wir das nicht ausgedruckt und einlaminiert, was auch noch. Alles. Ja. Und dann lag das bei jedem Entwickler drauf. Aber streng genommen hat sich keiner dran gehalten. Dann gibt es welche, die haben dann irgendwelche SQL-Views einfach abgelegt. Der andere hat sich dann dran gehalten. Aber man hat dann unterschiedliche Stränge. Und das Problem war auch wieder, war der Mitarbeiter, der das ganze System betreut hat, nicht da? Viel Spaß. Also das war dann nicht so lustig, wenn dann irgendwelche Abbrüche ist. Und gerade im Betrieb merkt man das, dass sowas nicht gut funktioniert. Und dann habe ich wieder einen Bruch in der Kette. Genau, und deswegen verfolgen wir den Ansatz, lieber ein System oder einen Weg, der gut aufeinander abgestimmt ist, damit du es vollumfänglich quasi auch in Betrieb nehmen kannst, weil das immer wieder unterschätzt wird, aber vor allem auch leichtgewichtig ist, dass du schnell anfangen kannst. Das heißt, es gibt ja manchmal auch bei vielen Systemen oder bei anderen Wettbewerbern auch eine gewisse Rüstzeit, bis ich dann soweit eingerichtet habe, bis ich loslege, bis ich dann auch sämtliche der 10 zig Unterpunkte da in den Menüs einmal durchgegangen bin und weiß, wie es funktioniert und das Ganze
Das ist, da bin ich wieder bei dir, dafür hat man die Zeit nicht mehr. Also wenn du jetzt ein Thema hast, du hast ja auch immer, wenn du in kleinen Teams arbeitest, jetzt wenn ich bei unseren Kunden gucke, auch in kleinen BI-Teams, du hast ja immer einen gewissen Druck. Das heißt, du musst ja schnell Ergebnisse liefern. Du, der Fachbereich will ja was, die Geschäftsleitung hat was. Dann hatten wir, haben wir auch schon drüber gesprochen, über diesen Return on Invest. Das heißt, es ist ja immer ein gewisser Kostendruck da. Deswegen muss man leichtgewichtig schnell zum Ziel kommen und trotzdem halt eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Professionalität in der Lösung haben, dass die auch einfach dann dem Ganzen standhält. Ja, du hast, glaube ich, der Punkt. Zwei Aspekte dazu. Erstens, die Kunden sind nicht mehr gewillt, solche Langläuferprojekte zu machen. Nee. Auch nicht mehr die großen. Also muss man auch sagen, wir haben ja immer noch Kontakt in Banken und Versicherungen. Ist nicht mehr gewünscht. Das heißt, die sind da auch sehr agil unterwegs. Das heißt, die Zeiten sind vorbei, dass sich Beratungshäuser für 6 bis 12 oder 18 Monate einbuchen. Ja. Immer weniger. Das zweite ist, Anforderungen, die neue Anforderungen, die reinkommen. Das heißt, man hat das bestehende System fertig und möchte Erweiterung vornehmen. Ich glaube, das geht auch nicht mehr. Also das muss relativ zügig erfolgen, wenn du mal sagst, die Schnittstelle ist erweitert, ich möchte jetzt nochmal neue Kennzahlen aufnehmen oder neue Stammdateninformationen. Da muss man ehrlich sein, das muss innerhalb von 1-2 Tagen erledigt sein und das ist schon lang. Also wenn vorausgesetzt, die Schnittstelle ist da und bereitgestellt. Aber das ist auch der große Vorteil von einer solchen Lösung, die halt hochautomatisiert ist, die kann halt Anforderungen schnell umsetzen. Und der zweite große Vorteil, ich erspare mir Testaufwände. Ja, das ist genau einmal das, die Testaufwände und mit der schnellen Umsetzung, das ist ja das Problem, wo dir dieses Individuelle hinterher immer auf die Füße fällt. Das heißt, du hast eine konkrete Anforderung, du setzt es um, machst es individuell, passt genau auf diesen Anwendungsfall. Dann ist er in Produktion und 2 Wochen später kommt eine neue Anforderung. Da merkst du, oh, da habe ich jetzt hier was entwickelt, genau für diesen Anwendungsfall, da muss ich es nochmal neu machen oder ich mache eine Änderung. Das heißt, du hast den ganzen Aufwand wieder und das dann wieder neu zu entwickeln. Und das Ganze, das holt dich hinterher auf die Zeit gesehen, ist das einfach der absolute Killer. Ja. Aus meiner Sicht. Ja, und kann man es ja auch zusammenfassen. Also was wollten wir mit dem Video bezwecken? Erstens, es ist nicht mehr so komplex wie vor 40 Jahren, muss man klipp und klar sagen. Doch, die Komplexität ist gleich, aber es gibt mehr Hilfsmittel. Ja, also, aber die ist gekapselt. Die wird mit Hilfe einer Software gelöst und ihr müsst es nicht mehr machen. Ihr müsst auch nicht mehr auf die teuren Fachkräfte zurückgreifen. Ihr braucht es nicht. Ihr könnt sogar bei euch im Unternehmen Mitarbeiter raussuchen, die wirklich Lust auf das Thema haben und sagen, ich möchte das gerne angehen, weil das kriegt man hin. Das haben wir auch bei einigen Kunden schon erfolgreich gezeigt, dass da dass Mitarbeiter aus branchenfremden Abteilungen in der Lage waren, solche Systeme aufzubauen. So, Nummer eins. Ja. Zweite ist natürlich, ich spare mir die sogenannten Testaufwände. Das heißt, ich kann das System ständig erweitern, ohne mir Sorgen zu machen, dass ich mir da irgendwas kaputt mache. Also ich baue das Haus, das sagen wir immer, das Dach ist fertig und anschließend stelle ich fest, ich habe eine neue Anforderung. Ich möchte jetzt zum Beispiel von der Produktebene auf Artikelebene. Schwieriges Thema damals gewesen, wenn man das machen musste. Jetzt kann ich die Kellerwände verwenden, also verschieben und kann dadurch das Datenmodell immer flexibel gemäß Kundenanforderungen auch umsetzen. Ja, genau. Und ich muss mich nicht immer wieder verrückt machen lassen, wenn ein neuer Trend kommt, sondern ich weiß, ich habe eine Lösung, die ist in sich immer noch gut, die funktioniert. Das klappt. Nach alten Konzepten aus den 80ern, so, das muss man ja sagen. Gut, die sind ja alle aus den 80ern. Ich meine, die Technologie hat sich geändert, aber im Endeffekt die Kernkonzepte, wobei, ja gut, Data Vault ist ein bisschen jünger, aber im Endeffekt. Aber die Kombination finde ich, also dass man sagt, man setzt halt auf so ein Data Warehouse-System plus ein Data Vault plus den Kimball-Ansatz, das Sternmodell, kombiniert das im Rahmen der Automatisierung, bedeutet bewährte Konzepte, modern ausgerichtet, sorgen dafür, dass auch Unternehmen aus dem Mittelstand in der Lage sind, sich halt eine Datenstrategie aufzusetzen und erfolgreich zu sein, ohne teures Investment zu tätigen. Ja, genau. Ja. Von daher, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Definitiv. Seid ihr an der Stelle und wollt wirklich eine Datenstrategie bei euch ins Unternehmen einführen, braucht ein Stück Software dafür, wollt eure ganzen Excel-Listen ablösen, wollt erste Systeme miteinander kombinieren, also sei es aus der Warenwirtschaft, Finanzen oder der Produktion, kommt gerne auf uns zu. Dann können wir im sogenannten Erstgespräch uns das mal gemeinsam anschauen, geben auch erste Impulse mal mit, wie man die erste Schritt auch eingehen könnte. Und dann würden wir uns freuen, mit euch in den Austausch zu gehen. Alles klar. Dann mal durch, ne? Dann würde ich sagen, bis demnächst. Bis zum nächsten. Macht's gut. Ciao. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.